Mein Name ist Christian Kofler. Ich bin der zuständige Betriebsleiter hier vom Jacomini Steinbruch Bleiberg und technischer Gruppenleiter für die Gruppe Österreich Süd. Firma Mineralabbau GmbH ist eine 100% Tochterfirma der Firma Strabag. Baut da Festgestein ab, Lockergestein ab für den Straßenbau, für den Betonbau. Man hat sehr, sehr gute Aufstiegschancen. Also man kann sich nach oben hin weiterentwickeln. Ja. Hat auch die Möglichkeit, sich ständig weiterzubilden. Also das Weiterbildungsangebot ist wirklich sehr, sehr gut. 1999 habe ich hier begonnen, habe die ersten fünfeinhalb Jahre gearbeitet als Maschinisten, also den gesamten Ablauf gemacht, vom Abbau bis zum Reparieren, bis zum Aufbereiten. Ich habe die Ausbildung gemacht zum Sprengmeister, habe gebohrt in Gesamtösterreich, gebohrt und gesprengt. Anschließend habe ich die Möglichkeit gekriegt, mich wieder weiterzubilden, in Leoben draußen auf der HTL, die Ausbildung zum Betriebsleiter gemacht und dann wieder zurück nach Bleiberg gekommen als Betriebsleiter von Jacomini Steinbruch. Also die Aufgabenbereiche für einen Betriebsleiter ist praktisch das gesamte Paket von einem Steinbruch. Bohren, sprengen, laden, fördern, Angebotseinholung, also praktisch die gesamte Palette vom Beginn, vom Abbau vom Stein bis zum Verkauf von dem Stein. Ich würde einmal sagen, wenn einer im Steinbruch jetzt einen Bewerber im Steinbruch will, sagen, man soll wirklich keine Hemmung haben, auch wirklich in den Dreck kommen und reinzugreifen. Es staubt einmal, es wird einmal dreckig. Eigenschaften ist wichtig, Ehrlichkeit, Flexibilität, weil durch das, dass die Arbeit doch sehr umfangreich ist, ja, und sehr, sehr viele Stationen hat, muss man da sehr, sehr flexibel sein. Das macht natürlich das Ganze sehr abwechslungsreich und das ist ja auch das Interessante an der Sache. Teamwork ist bei uns sehr, sehr wichtig. Ja. Schauen wir natürlich auch, dass das Team auch wirklich funktioniert, dass das harmoniert und das zusammenpasst. Ja. Meine Stärken würde ich sagen, wenn ich jetzt ein Projekt angehe, ja, dann bin ich da schon sehr analytisch und denke drüber nach, ob das jetzt einen Sinn macht oder keinen Sinn macht. Und wo liegen deine Stärken?